Hallo und herzlich willkommen zu einem Commentary über die Folterkammer Aldi, auch bekannt als der Supermarkt um die Ecke. Doch in diesem Commentary werden Sie auch die andere Seite, das andere Gesicht des Supermarktes Aldi erfahren. Und wir werden uns die Frage stellen, ob sich dieses andere Gesicht auch in anderen Supermärkten finden lässt. Gehen Sie mit mir auf eine Reise durch Supermarktketten und durch Torturen und Horrorgeschichten in diesen besagten Supermärkten. Und zwar werden wir uns heute mit einem Geschehnis beschäftigen, das letztens im Aldi-Supermarkt in meiner Gegend vorgefallen ist, ja. Und das ist wirklich auch nichts, was ich jetzt irgendwie mit Spaß hier besprechen will, weil das wirklich ein ernstes Thema ist, ja. Und zwar möchte ich einfach mal kurz die Vorgeschichte erklären. Ich hatte Bronchitis, es war ein verschneiter Tag. Ich hatte schon seit ein paar Tagen sehr starke Halsschmerzen und Husten und ja, die Bronchitis hat es mir dann im Endeffekt gegeben, als wär ich nicht schon gequält genug gewesen durch diesen Scheiß, ja. Ja, als wäre ich nicht schon gequält genug gewesen, kam dann wirklich etwas sehr Schlimmes auf mich zu. Und zwar fing es so an, halt wegen dem Schnee konnten keine Autos fahren. Gerade als ich am Morgen vom Arzt kam, der mir dann die schreckliche Diagnose der Bronchitis gegeben hat, gerade als ich da vom Arzt kam, sah ich ein Auto, dessen Reifen die ganze Zeit im Schnee durchgedreht sind. Was ziemlich lustig war, da ich ihn nicht schieben wollte. Aber ist ja auch egal. Und ja, wegen diesem Schnee konnte man halt nicht mit dem Auto fahren und meine Mutter wollte unbedingt einkaufen, weil wir nicht mehr viel zu essen und so im Haus hatten und ich ja schließlich auch was essen will und auch wenn ich so dünn bin, ja, ich will ja auch mal was essen und wie auch immer. Meine Mutter wollte also einkaufen gehen, weil sie ja schließlich nicht fahren konnte und da sie seit einem Bandscheibenvorfall sehr starke Probleme mit dem Rücken hat, das heißt sehr starke, das hört sich jetzt so an, als wäre sie ein Krüppel oder so, nein, sie einfach nicht so viel tragen kann, wollte ich ihr dann helfen, mehr oder weniger freiwillig und ja, dann war es halt so, dass ich mit in diesen Aldi-Supermarkt gekommen bin. Der Aldi ist bei uns neben dem Rewe. Ich bin zuerst in den Rewe, hab mir da ein bisschen was zu trinken geholt für den Abend, weil ich am nächsten Tag erst zur dritten Stunde musste. Dann wollte ich am Abend ein bisschen zocken. Ich glaube, ich musste sogar erst zur fünften, ich weiß gar nicht mehr. Kann sein, dass das der Abend war, wo ich zur fünften musste, ich weiß nicht. Wie auch immer. Ich wollte ein bisschen zocken, hab mir ein bisschen was zu trinken geholt. Eistee und Dr. Pepper natürlich, meine Lieblingsgetränke. Und ja, danach ging es dann noch in den Aldi ein paar andere Einkäufnisse machen, nachdem meine Mutter auch im Rewe war und sonst was eingekauft hat, brauchten wir dann noch ein bisschen was aus dem Aldi, der ja neben dem Rewe war. Und das hier ist wirklich mit vollem Ernst zu betrachten, ja? Also fangt jetzt nicht an zu lachen oder so, ja? Und dann war es so, dass der Bäcker ist nochmal neben dem Aldi. Aber dann waren wir schon im Aldi und dann wollte ich mir da so Brötchen kaufen, ja? Aus dieser Selbstbedienungsbrötchentheke, ja? Und das war wirklich einer der größten Fehler, die ich in meinem Leben je gemacht habe, ja. Seitdem habe ich wirklich panische Angst, diesen Laden zu besuchen, ja. Ja, jo, na, ja. Und zwar war es so, ich war in dieser Selbstbedienungsbrötchentheke. Ich fand es schon ein bisschen weird, dass da vor dieser Brötchentheke nicht nur eine normale Glasklappe war, die man hochklappen musste, sondern hinter dieser Glasklappe waren Metallstäbe. Das war eigentlich ziemlich unpraktisch, weil man erst diese Glasklappe hochmachen musste, dann irgendwie da drunter hergreifen musste, die Metallstäbe hochmachen musste und dann immer noch eine Hand brauchte, mit der man dann die verschissenen Brötchen anfassen kann, die man sich dann in seine Tüte tut, die man wiederum in einer anderen Hand hat. Das heißt, ich brauchte ungefähr 4 Hände, um das zu öffnen. Ich habe es dann irgendwie hinbekommen, dieses Glasteil zu öffnen und dann war diese Stange. Ich ging mit meiner Hand glittig da drunter, schob sie nach oben und schnellte ganz schnell wieder zurück. Ja, wisst ihr, was passiert war? Ich spürte einen durchgehenden Stromimpuls, der durch diese Metallstäbe ging. Wisst ihr was? Das ist nichts, worüber man wirklich Spaß macht, weil es wirklich serious shit ist, ja? Also dieser Stromimpuls ging also durch meine Haut. Ich schnellte zurück und sagte, oh mein Gott, what the fuck did just happen? Habe ich gesagt. Und dann habe ich mir so gedacht, what the fuck did just happen? Also ich habe es gesagt und dann nochmal mir selbst gedacht. Also wisst ihr, das ist schon ziemlich serious gewesen. Und naja, dann habe ich so zu meiner Mom gesagt, hey, Mutter, spürst du das auch? Diesen durchgehenden Stromimpuls in diesen Metallstäben? Und sie so, nein, Finn, ich spüre es nicht. Und sie so, ich mir so, oh mein Gott, sie hält mich bestimmt für verrückt. Oh Scheiße, ist das peinlich. Und trotzdem, ich versuchte es nochmal und wieder spürte ich diesen Stromimpuls. Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass ich mich durch diesen Stromimpuls durchquälte. Nur um diese Brötchen zu bekommen. Und ja, einerseits, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das betrachten soll. Einerseits könnte es ein ziemlich unlustiger Scherz von Aldi sein, uns alle zu verarschen und uns zu quälen. Allerdings könnte es wiederum auch eine Mutprobe sein, ein Test, wie viel wir wirklich schätzen, was wir bekommen können, ja?
dass wir einfach schätzen, dass wir diese Brötchen bekommen können, wenn wir es nur wollen. Wir müssen dann nur reingreifen und sie kaufen. Wir müssen nur etwas, ein bisschen Schmerz über uns ertragen, ja? Und das will Aldi testen, wie willensstark ihre Käufer sind, ja? Das war wirklich das Ziel. Und ich muss sagen, nachdem ich es dann geschafft hatte, war ich wirklich selbstbewusst, ja? Ich hatte mir echt gedacht, holy shit, ey, du hast was geschafft, ja? Du hast es zu was gebracht, du kannst was, ja? Das habe ich mir wirklich gedacht und ich war danach wirklich überzeugt, echt, ja, was geschafft zu haben. Und ich glaube, das ist wirklich das Ziel von Aldi, könnte es sein. Allerdings kann es auch sein, dass sie uns einfach nur quälen wollen, dass sie uns einfach verarschen wollen. Und ich weiß nicht, ob es eine Idee ist, die bei Aldi startet. Ich habe es noch nicht bei anderen Selbstbedienungsbäckereien in Supermärkten gemerkt, was daran liegen könnte, dass ich selten in Selbstbedienungsbäckereien in Supermärkten gehe, sondern eher in die Nicht-Selbstbedienungsbäckereien neben den Supermärkten. Weil neben unserem Supermarkt ist Hänsel. Und wenn ich da dann meinen Shit besorge, dann das mache ich eigentlich lieber. Und ja, ich weiß nicht, es ist echt komisch und es ist wirklich etwas, was mich auch wirklich verstört. Es gibt mir zwar dieses Gefühl eines Sieges, dass ich etwas geschafft habe. Ich meine, ich verfick nochmal, ich habe diese Probe bestanden, ja? Aber heilige Scheiße, es verstört mich auch so ein bisschen. Und ich habe echt ein bisschen Angst, mir das nächste Mal Brötchen zu holen. Ich kann nicht mehr zu diesem Selbstbedienungsladen gehen. Und das Schlimme war, dass ich jetzt, was war das, am Montag wieder in einem Aldi war, wo ich mir dann wieder ein Brötchen kaufen wollte, also so ein parallelogrammförmiges Brötchen und ein normales Brötchen. Das parallelogrammförmige hat zwar 14 Cent mehr gekostet, aber es sah ziemlich cool aus und es hat auch irgendwie cool geschmeckt, wie ein Brötchen halt, aber egal, das sah cool aus. Und ja, dann habe ich mir das halt gekauft und wieder war es da, das war ein anderer Aldi, ja? Und wieder war da dieser Stromimpuls, der da durchgeht. Es ist eine Masche, die von Aldi durchgezogen wird, ja? Es ist kein unterschiedliches Schema, nachdem die Filialen hier vorgehen, sondern es ist wirklich etwas, was durchgezogen wird von Filiale zu Filiale, von Laden zu Laden, ja? Von Laden zu Laden wird es durchgezogen. Das heißt, es ist ein landesübergreifendes Tortur. Das ist ein Plan, uns alle zu quälen, sagen wir es so. Ja? Und der ist landesübergreifend und wir müssen da echt aufpassen. Und das, was mich jetzt wirklich erschreckt war, nachdem ich da wirklich Montag war, ich greife wieder rein, hol mir die Brötchen und BÄM! Stromimpuls. Und ich sag so zu meinem Kumpel Miguel, der da mit mir war: Yo, Homeboy! Spürst du auch diesen crazy Stromimpuls, der durch diese Streben geht, Digga? Und er so: Nein, Junge, spür ich nicht. Und ich so: Scheiße. Was soll das denn? Scheiße. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich glaube wirklich, ich bin verrückt. Scheiße nochmal. Verdammt, habe ich mir gedacht, ja? Meine Mutter hat es nicht gespürt. Ich habe es gespürt. Miguel hat es nicht gespürt, aber ich habe es wieder gespürt, ja? Das ist wirklich verwirrend. Deshalb, ihr müsst mir jetzt sagen, bin ich verrückt? Oder spürt ihr das auch? Oder bin ich der Einzige, der das spürt? Bin ich allergisch gegen Metall oder so? Ich weiß es nicht. Und ich kann es nur mit eurer Hilfe herausfinden. Also bitte, Leute, helft mir. Helft mir einfach, mit meinem Leben wieder klarzukommen. Und mit dieser Situation klarzukommen. Ich brauche wirklich eure Hilfe und, ich würde es wirklich appreciaten, wenn ihr das mal, in die Kommentare schreiben könntet. Oder ob ihr vielleicht ähnliche gruselige Vorfälle in Supermärkten oder anderen öffentlichen Läden gemerkt habt. Wenn ja, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und ja, genug mit diesem gruseligen Crazy Shit, was übrigens wirklich auf einer wahren Geschichte beruht, ja? Also ist kein Scheiß, was ich euch erzählt habe. Die machen das wirklich, ja? Wie auch immer, ich download mir hier gerade nebenbei das Revolution DLC-Paket. Ich werde darüber bald ein Video machen. Wahrscheinlich kriege ich eh kein Gameplay, weil die Karten wahrscheinlich scheiße sind, so wie es in allen anderen Call of Duty's mit den DLC-Paketen waren. Aber wey! Scheiß drauf, vielleicht mal ein Live-Commentary oder so. Dann ist nicht so schlimm, wenn ich nichts reiße. Und ja, es ist mal gerade bei 32%. Das heißt, ich muss mir noch irgendwie... Ach ja, genau, ich soll noch aufräumen mit meiner Mom. Okay, ich würde sagen, seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir den Shit zu der Sache in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr das irgendwie crazy, amazing shit, fucking crazy, shittig... crazy findet oder so. Schreibt mir das mal in die Kommentare und ich würde sagen, seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ciao.